Hallöchen. Von wegen helfen wir mir mal wieder. Ich darf jetzt mal warten. Bei Let's Play Xenoblade Chronicles. Wir werden jetzt einmal mit Nemart Wolfen auf der Backbordseite des Mannenschiffs sprechen. Oh, du wusstest, ich kenne dich, Retter vor den Ganglion, nicht Salz? Du hast erbittert gekämpft, erbittert wie ein Wald, je Leo. Ich respektiere dich. Du musst entscheiden. Ich kann Lyanna nicht fragen. Sie ist meine Schwester. Sie hat zu viele Meinungen, weil Frau. Wen soll ich zum Weib nehmen? Heptana oder Eneana? Heptana oder... Oh, frage Nemart, ob er dich das wirklich entscheiden lassen will oder erkläre, dass dir diese Entscheidung nicht zusteht. Wer entscheidet mir nicht zu? Erdlinge entscheiden nicht für Brode, normalerweise. Aber ich soll dich kämpfen. Ich vertraue dir. Deine Entscheidung ist gut. Mein Großvater heißt Aldi. Ault. Ich will mit ihm feiern. Er soll meine Hochzeit erleben. Doch er hat nicht mehr lange zu leben. Die Entscheidung kann nicht warten. Hilf mir. Toll. Heptana Lagur wird Nemant Wolfens Verlobte sein oder Enyanas Picard. Picard? Mit S. Ja, das klingt besser. Also, ich trage zwei Frauen in meinem Herz. Du musst sie eine aussuchen. Eine Frau ist Heptana Lagur. Gute Jägerin, starker Wille, starker Körper. Stärker als die meisten Männer. Sie ist klug, sie ist direkt. Sie wird eine gute Mutter. Die andere Frau ist Enyanas Picard. Talentierte Weberin. Sie ist häuslich. Schüchterne Prode-Frau sind selten. Ich mag ihre Schüchternheit. Weil es es wert, mein Weib zu werden. Du willst eine aus. Toll. Ich nehme die Schüchterne. Eneana, ja. Zurückhaltende Frauen sind gut. Du bist weise. Eneana wird für mich sorgen. Sie ist geduldig. Ich kann meine schwache Seite zeigen. Ich könnte meine schwache Seite zeigen, wenn ich eine hätte. Aber die habe ich nicht. Ich werde ein echter Mann. Er hat ein verdrehtes Männerbild. Ja, Eneana wird meine Braut. Sagst du es ihr? Sie ist ein Steuerbord. Sie webt. Ich gehe jagen. Ich muss sammeln. Material für den hörnernen Ring. Er besiegelt die Heirat. Okay. Vielleicht meint er mit sie webt ist, dass sie Webprogrammiererin ist und so Zeug. JavaScript. React. Der ganze Scheiß halt. Node.js. Verdammt, vielleicht hätte ich doch die andere Seite wählen sollen, weil Steuerbord ist genau auf der anderen Schnuckelseite des ganzen Schiffes, weil B wie... Hey. Nee, Moment. S wie Steuerbord, S wie seitlich links und B wie bei rechts. Das ist meine Eselsbrücke, die ich mir nicht merken kann, deswegen muss ich andauernd neu mich in die Lage versetzen, Back und Steuerbord voneinander zu unterscheiden. Umgekehrte alphabetische Reihenfolge, wenn man von links nach rechts Denker ist. Glaube ich. Es sei denn, wir haben hier in diesem Spiel den Fehler gemacht, Back und Steuerbord voneinander falsch zu unterscheiden. Aber das weiß ich schon. Ich bin halt kein Seefahrer und nicht der nautischen Terminologie mächtig. Aber mächtig im Laufen von Umrundungen. So, da ist sie ja. Eneana Picard. Ich webe. Oh nein, mir ist der Faden ausgegangen. Wie dumm von mir. Ich wollte ihm meine Gefühle gestehen. Ich schwor es, sobald ich hiermit fertig bin. Aber jetzt... Ach du je, wie dumm ich bin. Ich hätte mich besser vorbereiten müssen. Frage Eneana, was ihr Kummer bereitet. Oder richte Eneana aus, dass Nemart sie heiraten will. Nein, wir fragen nach. Bist du eine Freundin von Nemart? Dann kann ich es nicht sagen. Das hier ist für... Nein, ich muss es ihm selbst sagen. Du hast eine Nachricht für mich? Was? Nemart will, dass ich sein Weib werde? Träume ich? Ist das ein Traum? Ich habe mir geschworen, Nemart meine Liebe zu gestehen, sobald diese Webarbeit fertig ist. Ich wusste, er wird meine Gefühle nicht erwidern. Es ward mir egal. Ich trage ihn im Herzen. Er sollte es wissen. Jetzt will er mich zum Weib. Ich kann es nicht fassen. Es macht mir Angst. Ist das wirklich die Wahrheit? Versichere Eneana, dass du die Wahrheit sagst oder sage, dass du es dir nur ausgedacht hast. Was sind denn das für Auswahlmöglichkeiten hier? Wir bestätigen es natürlich. Er fertigt schon den hörnernen Ring. Dann muss ich mir mit meiner Webarbeit beeilen.
Nemart, gib mir den hörnernen Ring. Ich will ihm auch etwas geben. Ich will meine Gefühle ausdrücken. Hilfst du mir? Suchst du für mich nach leichten Pelzen? Ich brauche nur 3. Dann kann ich mein Geschenk fertigstellen. Ich gebe es Nemart und meine Liebe. Jo, offensichtlich haben wir den Scheiß schon und das geben wir jetzt ab. Hast du leichte Pelze gefunden? Hoho, sogar 19 Stück davon. Danke, dann ist die Zeit nun gekommen. Ich gestehe dem Art meine Gefühle. Hochzeit ist ein großes Wort, seltsam auf meiner Zunge und schön. Es rührt mich zu Tränen. Du bist eine Freundin von dem Art. Erzähl mir von ihm. Wie ist er? Kurz? Hebe Nemarts gute Eigenschaften hervor oder hebe Nemarts schlechte Eigenschaften? Ich habe keine Ahnung von seinen Eigenschaften, mein Gott! Ich sehe ihn genauso. Prone sind streng, nennen ihn Schwächling. Aber er ist gutherzig, mehr als jeder andere. Ich war in Gefangenschaft bei den Ganglion. Ich weinte jeden Tag. Aber eines Tages kam Nemart. Er gab mir Werkzeuge zum Weben. Ich weiß nicht, wo er sie her hatte. Er muss sie aus den Leichen seiner Opfer genommen haben. Ich will riskiert haben. Für die Werkzeuge, für das Garn, für mich. Er tat so, als war es leicht. Er wollte, dass ich glücklich bin. Ich kenne niemanden wie Nemart. Mein Nemart ist meine Sonne. Dann hoffe ich nicht, dass du irgendwann die Sonnenscheinmade findest, die sich auf deinen Kopf setzt. Ich heirate ihn. Bald ist Hochzeit. Kommst du als Gast? Was gibt's denn zu essen? Ich hoffe, was Leckeres. Okay, offensichtlich müssen wir nun wieder an die andere Seite zurückkehren von diesem schnuckeligen Superschiff. Das könnte ich natürlich mit der Schnellreise von so machen. Aber bei diesen übersichtlichen Distanzen... Ja, genau. Möchte ich natürlich hier meinen ganzen Fans zuwinken. Hallo, Schätzelein. Und ich meine, während ich mich auf die andere Seite begebe... Das wäre es ja langsam ein wenig dämlich hier. Ich meine ja nur... Das Schöne, ich meine, für den Spieler oder die Spielerin ist es schön, die Schnellreisefunktion zu nutzen, aber ich glaube, als Zuschauer ist man dann doch vielleicht ein wenig aufgeschmissen, weil man nach dem Anfang, nach langer, langer Zeit in diesen Folgen einfach die Beziehungen mit den verschiedenen Örtlichkeiten zueinander verliert. So. Die fehlt, das fehlt. Wie sollen wir die Hochzeit vorbereiten? Das ist unmöglich. Brodemänner sind betrunken, schon vor der Zeremonie. Ich sollte sie verprügeln. Ach, wenn sie helfen, stören sie. Wer redet jetzt gerade? Oh, du bist Zenobia. Du hast Mann und Weib zusammengeführt. Danke, mein kleiner Bruder Nemart hat nun ein gutes Weib. Ohne dich hätte er keins. Eniniana ist gut. Pflichte du dabei, dass die beiden ohne dich nicht zusammengefunden hätten? Ich glaube... 50-50, oder? Sage, dass es Nemarts Gutherzigkeit zu verdanken ist. Ja. Das sind schöne Worte. Brode schätzen Stärke. Brode würdigen Gutherzigkeit selten. Also, hilfst du bei der Hochzeit? Wir brauchen zähe Höckersteaks für das Festmahl. Doch alle sind schon betrunken. Hilfst du? Die Höckersteaks sind betrunken? Sind sie in lecker Whisky eingelegt? Ich koche, du holst Fleisch. Weil du bist auch eine Frau. Ich lästere oft über meinen Bruder, aber ich liebe ihn. Seine Hochzeit soll perfekt sein. Aber noch mehr... Von Panzernusoiden in Primordia brauchen wir Höckersteaks. Dann schauen wir mal nach, ob ich das jetzt mit den Leutchen hier hinkriege. Also, wir müssen das Köpflein anvisieren. Oder auch nicht. Und jetzt alle zusammen auf den Kopf. Alle zusammen auf den Kopf. Ich weiß, Xelika... Du brauchst noch was. Haben wir einen schönen Seitwärtsschlag und noch einen schönen Seitwärtsschlag. Toll, hat sie sich weggedreht, aber ich habe noch den Bonusschaden. Sehr schön, sehr schön. Hör auf, dich wegzudrehen die ganze Zeit. Und... In die Luft mit dir, Freund. Ich habe jetzt natürlich meine Spezial-Superkräfte nicht aktiviert. Weil ich jetzt Kopfschaden machen muss. Okay, dann. Verdammt, wollen wir mal. So. Ich hasse es, unter diesen Umständen Körperteile kaputt machen zu müssen. Ah, wundervoll. Da ist es hinübergegangen.
Ja, den Rest brauche ich nicht. So, jetzt gucken wir mal. Suitschwanz. C-Söcker-Steak, jawoll! Braucht man noch 2 Stück davon. Oh, ich habe 4 5 4. Sehr schön, sehr schön. Oh, aber wir können es nun abgeben. Na, Zenobia, alle sind gemein zu mir. Nemart ist jünger, doch er heiratet zuerst. Alle nennen sie mich alte Jungfer. Ich werde einen Mann finden eines Tages. Er wird Mandos mit bloßer Hand töten. Das wird dem Clan das Maul stopfen. Wer ist Mandos? Versuche, Duna aufzuheitern oder sage Duna, dass du das benötigte Fleisch dabei hast. Nein, wir trösten, indem wir das Fleisch dabei haben. Du bist nett, du bist stark. Mehr Brone-Männer sollten sein wie du. Sind sie nicht? Schade. Mutter sagt, Duna, sei nicht wählerisch. Nein, ich heirate keinen schlechten Mann. Genug, ich rede zu viel. Nemarts Hochzeit. Ich muss vorbereiten. Dann nehme sie dieses Höckersteakfilet. Konvolut. Ach ja, du solltest Fleisch besorgen. Ich hatte vergessen. Dann schnell jetzt die Zeremonie, bevor die Gäste zu betrunken sind. Danke fürs Jagen. Jetzt können wir... Oh, die berühmte Zenobia. Du bist heldenhaft für einen Erdling. Ich bin Galba Vasago, stärkster Krieger auf Tormain. Ich gewann 1000 Kämpfe. Erdlinge singen und tanzen auf Hochzeiten. Brode sind Kämpfer. Heute ist ein großer Tag, ein Kampftag. Du und ich duellieren uns, bis einer nicht mehr aufsteht. Galbada ist betrunken, er ist übermütig. Er hat schon lange nicht mehr gekämpft, seit er auf Mira ist. Er ist alt, lass ihn. Wir haben das Fleisch. Die Zeremonie muss beginnen. Komme Duanas bitte nach und verzichte auf den Kampf oder nimm Galbas Herausforderung an. Nein, wir sind nett, wir verzichten. Und du nennst dich Kriegerin nicht, da wir kämpfen. Ich bin Brode. Stolz! Wir haben nutzende Feiglinge vom Höhlenclan besiegt. Mit verbundenen Augen. Ich. Nicht gut. Galba wird stundenlang weiterreden. Die Zeremonie fängt erst an, wenn er die Schnauze hält. Vielleicht brauchst du Gewalt. Ja, kämpf mit mir. Ja, ich zeige dir meine Kraft. Ich töte dir 30 Höhlenclan-Schweine in einer Schlacht. Ich allein schlug sie. Ich machte klein Holz. Ich schwärte Promoni auf dich. Und östlich von Namars Karsee. An der Steppe. Komm mit mich raus. Hier würde Dragonball-mäßig wahrscheinlich zu viel Planet kaputt gehen. Trunkenbold, er ist unbelehrbar. Du musst ihn niederstrecken. Dann musst du ihn wieder herbringen. Falls er überlebt? Niederstrecken heißt jetzt für mich keine Gnade. Aber, okay. Also wieder zurück, aber dieses Mal mit einer angezeigten Destination. Was mir sehr zugute kommt. Vor allem, weil ich jetzt wieder dran gedacht habe, das verdammte Gamepad mit aufzunehmen. Oh, ich liebe es, fliegen zu können. Es ist mir scheißegal, in welchen Höhenmetern ich bin. Das Einzige, was mir jetzt noch so verhängnis werden kann, das sind Missionen, die letztendlich in Höhlen ihr Ende finden. Oder einen Missionsteil finden. Weil Höhleneingänge sind nicht unbedingt dort, wo das Ding auf der Karte blinkt. Hallo, Galba Vasago. Na, dann wollen wir mal aussteigen und hoffen, dass wir in unserem Röckchen einigermaßen kämpfen können. Ich mag seine Posen. Frische Luft macht mich nüchtern. Ich bin bereit. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bestätige es. Ich bitte nicht um Aufschub. Ein würdiger Kampf. Sehen wir Nemarts Hochzeitstag. Okay, nimm es deine Fäuste. Ich nehme meine Waffen. Wundervoll. Ich liebe so etwas. Wo bist du? Da bist du. Gegen Galba Vasago Gasset. Ja, 4 gegen 1 ist absolut nicht unfair. Nein. Ich habe nur meine Muskeln auf Gefährten ausgelagert. Genau.
widme mir den Rücken. Und noch mehr. Und jetzt trete ich dich. Hahaha. Und nun hau ich dich von der Seite 1 und von der Seite 2. Ja. Mit meinem Kernfokus könnte ich jetzt ohnehin nicht so viel anfangen. Und nochmal einen Seitendingsbums. Bumsdings. Ah, in Fellkampfketten hätte ich das jetzt noch anwenden können, aber was soll's. So. Meine Mädels machen leider auch nicht so wahnsinnig viel Schaden. Nur muss man dazu sagen, weil es alles Manipulatoren sind. Von daher hätte ich vielleicht ein bisschen mehr manipulieren sollen, was meine Partyzusammenstellung anbelangt. Aber ich brauche sie jetzt erstmal. Weil das sind die Nächsten, die für die ich Affinität brauche. Du bist stark, sehr stark. Es war ein guter Kampf. Du erinnerst mich an Schlachten. Früher, als ich jung war. Ich will Kugeln. Ich wich cool aus. Zerriss Gegner. Tötete Anführer. Ich verteidigte meinen Clan. So war es. Aber meine Familie, ich konnte sie nicht vor dem Höhlenclan beschützen. Nicht alle. Ich verlor mein Weib, meine Tochter, mein Sohn. Ich habe nur noch Bazis. Ist das eine Krankheit? Ich schwor, stärker zu werden. Ich schwor nach jedem Verlust. Ich musste schützen, was mir blieb. Doch Ganglion war stärker. Ich wünschte Nimarts Stärke. Er muss seine Familie beschützen. Stärke wie deine, Zenobia. Die Zeremonie beginnt. Ich muss zurück. Ja, dies muss ich jetzt langsam auch, mein Bester. So, dann hoffen wir mal, dass die Hochzeitsfeier nicht schon vorbei ist, nachdem wir die ganze Nacht durchgekämpft haben. Ja, tanzt für mich, Babys, tanzt. Sieht schon aus, als wäre alles vorbei. Du bist zurück, gut. Wir haben gewartet. Inyan und ich heiraten. Wir verdanken es dir. Wirst du uns ehren? Sprich Worte für uns. Zur Trauzeremonie. Ja, bitte tu es. Du hast mir frohe Nachricht gebracht. Du hast mich froh gemacht. Teile deine Weisheit. Wir bitten dich. Ja, bitte. Du findest gute Worte. Ich bin noch jung. Ich brauche Ratschläge. Erkläre Nimarth, dass er stark genug werden muss, um seine Familie zu beschützen. Oder sage Nimarth, dass er so bleiben soll, wie er ist. Ja. Gemeinsam bieten wir Schutz. Meine Schwester sagt das auch. Sie sagt, ich darf nicht blind vor Stolz werden. Ich muss Inyana immer gut behandeln. Ich werde ein starker Bruder, ich verspreche es. Ich stehe meinem Weib zur Seite, immer. Inyana, nimm diesen hörnernen Ring. Du machst mich stark. Ich könnte einen Xiphias erlegen. Der Ring ist auf Xiphias Horn. Mehr habe ich nicht. Ich liebe dich. Du bist mein Weib. Mehr weiß ich nicht. Nimarth, ich bin glücklich. Du wählst mich wirklich zum Weib. Ich kann es doch immer nicht glauben. Ich liebe dich, bis du es glaubst. Ich bin hartnäckig. Irgendwann glaubst du es. Danke, Nimarth. Wir sind verheiratet. Der hörnerne Ring besiegelt es. Ein Bruder bleibt seinem Weib treu, bis zum Tod. Großvater Ault weint heute Tränen vor Freude. Danke, Zenobia. Inyana wird eine glückliche Frau sein. Ich verspreche es. Als Boxsack. Naja, wir haben es geschafft. Und ein weiteres Paar fröhlich verheiratet. So, mit geupdateter Party geht es jetzt weiter. Noch ein wenig. Wir haben ja noch eine relativ lange Liste an Tyrannen offen, die wir mangels Flugmodul bis jetzt entweder nur sehr, sehr schwerlich, sodass es mir nicht gelungen ist, erreichen konnten, oder eben gar nicht. Und bei dem Tyrannen, den ich jetzt suche, ist es genau... Na gut, wenn er sie es will, dann will er sie es, dann kriegt er sie es. Oder es soll mich einfach mal lecken. Wo ist zum Teufel der Tyrann? Da. So. Nein! Ja! Jetzt komme ich! I'm coming, baby! Na gut, ich warte jetzt hier, bis er wiederkommt. Das ist ja nicht auszuhalten hier. Yeah! Vor Tyrant Time gegen Bodan, dem Windigen! Los, gib mir deinen Höckersteak. Noch mehr.
Ja, ja, mehr Gunfire. Der steckt schon was weg, muss ich sagen. Und das Segment war erforscht. Wo ist jetzt... Der Minimi muss auch noch weg. Oh, wundervoll. Ah, da ist er. Radovan, der Himmelsbaron. Ich habe es nicht geschafft, hierher zu klettern. Aber jetzt machen wir ihm den Garaus. Endlich. Kann doch nicht mal die Musik anfangen. Ja, passiert halt, wenn er die so weit wegpackt aus meiner Reichweite. Ah, da bist du. Ein Raimus vom Überschall kriegt jetzt von mir auf den Kopf einen Knall. Vor Tyrant Time! Oder nicht mehr Tyrant Time. Ah, da vorne. Level 44 und... Erstmal das Kleinvieh wegmachen. Oder es ist schon kaputt. Okay, das tut mir leid. Ich wollte es eigentlich im Scale machen. Ich wollte nur das Mini-Zeug hier wegmachen. Okay. Ach. Habe ich die völlig übersehen oder was? Komm mal raus. Vegetal von der Weißglut. Von Tyrantime. Ich muss sie völlig übersehen haben. Also versehentlich nicht getötet. Aber jetzt ist er tot. Oha. Okay, du bist fragil, das Fegefeuer. Mal gucken, ob wir das Ding kaputt kriegen überhaupt. Schauen wir mal. Vor Tyrantime! Gegen den Tyrannen des fliegenden Ungewesens selbst. Los, schieß. Und los geht's! Okay, da gab es jetzt gerade ein paar Schwierigkeiten. Wir schießen, genau. Oh, das war ein ordentliches Scharmützel gerade. So schieße ich noch die andere. Sehr schön. Und nochmal den hier. Das gibt nämlich einen sehr schönen Dot, wie man sieht. Und der ist nicht zu unterschätzen. Jo, wir buffen. Ich bin, glaube ich, wieder außerhalb meines Overdrives. Von daher machen wir jetzt erstmal wieder Overdrive. Weil der kann was, der Wuch. Sehr schön, wieder 6000 Spannungspunkte. Und jetzt kommt die Superknarre. Ich mag die Superknarre. Achso, das ist nur, glaube ich, Elektrozeug. Also von daher weniger interessant. Wollen wir mal gucken, ob ich das gegen was anderes austausche. Ich habe ein Rezept, um eine schnuckelige Superwaffe zu zünden. Oder eine schöne Superwaffe in Thermo-Variante anzufertigen. Au! Ich möchte das hier benutzen! Dann eben nicht! Ich kann auch so... Ja, ich hasse es. Wenn ich auf einen Ruf reagieren will. So, Fragellas Fegefeuer ist vernichtet worden. Ah, da hockst du, mein Fräulein. Es ist Susanne, die Sturmflut. Mal sehen, wie lange sie Sturm noch flutet. Und jetzt das dicke Geschütz. Ja, aufschrauben, aufladen, glücklich sein. So, damit haben wir jetzt, glaube ich, so ziemlich jeden Tyrannen, den ich wegen des Flugmoduls noch nicht gemacht habe, haben wir gemacht. Dann fällt mir allerdings noch einen ein, den ich noch nicht gemacht habe, weil 61er Normalmobs ihn versperren. Deswegen mache ich ihn noch ganz viel später. Und dann fällt mir noch einer in der Felsenfeste ein, den ich wegen dieser eher hochleveligen Gegner... Nein, das war die Urfelsquelle. Das war die Felsenfeste. Der noch übrig geblieben ist, den muss ich nochmal suchen gehen und den machen wir dann auch noch platt und dann sind, glaube ich, nur noch zwei Tyrannen aus meiner alten Liste übrig, die wir dann aber erst zum späteren Zeitpunkt dann noch machen. Deswegen mache ich es mir jetzt einfach, werde den Logistik-Quo von hier aus abballern, auch wenn es ein bisschen dauert. Ah, okay, dann machen wir noch unseren Stoßangriff nach vorne. Waffe ist nur ein stationäres Teil. So, das wären dann erstmal die geliebten Tyrannen, die wir noch schuldig sind. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.